Andi, deine Motivation sinkt ja heute schneller als der Inzidenzwert. Ja sicher, Andi, du bist nie schuld, ne? Das liegt immer nur an denen. 1-1 gegen die Dänen in Dänemark. Richtig gut auf jeden Fall rausgekommen, ne? Außer angeblich haben die Dänen ja Jogis Hütte da irgendwie abgehört für die NSA. Ja. Viel Taktik können sie da nicht rausgehört haben. Wenn du die Bude vom Jogi abhörst, ne? Da musst du doch denken, der sitzt die ganze Zeit in der Badewanne und trinkt dabei noch Tee, ey. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der war letztens auf einer Beerdigung und hat einen Kranz nach hinten geschmissen, um zu gucken, wer als nächster dran ist. Hat der Jogi doch aufs Feld gebrüllt hat, ne? Gegen Dänemark. Zum Klostermann so. Geh weiter, Klosti. Ja. Und dann geht er halt weiter, der Klostermann, und sprintet halt nicht auf den Platz. Ja, und zum Sané so. Leroy, mehr Einsatz. Ja, was soll der Sané da sagen? Ja, hier, hast du einen Fuffi, ey, und ich tippe, dass wir heute nicht gewinnen. Sind dem Jogi seine Ansagen weiter so deutlich, ne, wird das Lautsprechersystem der Deutschen Bahn nach dem benannt, ne? So, Jogi, pass mal auf. Ich zeig dir das mal. So geht dem. Christian, spielst du auf dem Platz hier weiter mit Birkenstock? Zahlst du eine Mannschaftskasse wegen Sandalismus? Andi, wenn wir den Ball haben, ne, können die anderen kein Tor schießen. Christian, die Kopfschmerztablette, ne, nicht mit Pilzkin runterspülen. Was? Das stand in der Beschreibung? Das war ein Warnhinweis und keine Empfehlung. So, Jogi, das war die Drei-Fragezeichen-Methode. Die drei Spieler, die ich gerade angekackt habe, die haben jetzt alle so ein großes Fragezeichen auf der Stirn für mehrere Minuten. Nehme ich somit aus dem Spiel, die waren mit Abstand die schlechtesten. Und alle anderen können jetzt weiter unbehelligt hier ihren... Ach, geil. Die drei Fragezeichen und der verlorene Ball. Lernst auf keiner Fußballakademie, ey. Kevin! Boah, der ist so hohl, ne? Der war letztens beim Fallschirmspringen. Kurz nach dem Absprung schreibt er mir eine WhatsApp, wie der Ding da hinten aufgeht. Er bräuchte möglichst schnell eine Antwort. Tja, und von Innsbruck nach Seefeld und wieder zurück ist die DFB-Elf ja mit dem Bus gefahren, ne? Ja, der 18-jährige Jamal Musiala, ne, ist in den falschen Bus gestiegen. Der macht gerade so eine Abi-Abschlussfahrt mit einer Schulklasse, ey. In Seefeld pengen die in so Vierer-Bungalows, ne? Vier Mann in einem Zimmer. Boah, ey, da ist eine Luft wie eine Sporttasche von unserem Hermann nach dem Training, ne? Ja, und der Serge Gnabry, der pennt ja im Stockbett oben, der macht gerade Höhentrainingslager. Ja, Antonio Rüdiger und hier Timo Werner, das sind jetzt unsere Hoffnungsträger, ne? Vor 3 Jahren hätten die beim DFB-Zeugwart nicht mal ein Praktikum bekommen, ne? Ja, der Havertz kommt auch noch, ne? Der ist gerade noch in Boston, weil eine Universität wird jetzt nach ihm umbenannt. Die heißt jetzt Havertz-Universität. Männer! Denkt dran, es dürfen sich jetzt wieder 10 Personen ohne Probleme treffen. Aber finde mal 10 Personen ohne Probleme. Hier eh nicht, ey, wir sind eh immer nur 8. Hermann, was grillst du denn Carpaccio? Was? Das ist ein 4-Kilo-Steak? Ja, sag ich doch, Carpaccio! Ja, wir hatten ja letzte Woche Saisonabschussgrillen, ne? Der Hermann hat den Grillator mitgebracht, ne? War der Rollator von seiner Oma, hat da unten drunter so Feuerchen gemacht. Weil ein Rost ist ja serienmäßig drin, ne? Hier unseren Andi. Andi! Sollten wir Vegetarisches zum Grillen mitbringen? Ich wusste gar nicht, wie gut so ein Päckchen Grillanzünder, ne, mit Ketchup schmeckt. Ach, egal. Ferdinand, du bist doch Veganer, nicht? Oh, da hast du ja noch mal Schwein gehabt.